Erster Anstoß, ne? Okay. War gut? Wunderbar. Ich bin Luisa von der Rettet das PG-Initiative und möchte gerne ein bisschen darüber erzählen, was hier überhaupt so los ist. Ich stehe hier vor dem PG auf dem wunderschönen Balkon des PGs. Das PG ist das größte Jugendzentrum in Münsters Innenstadt in aktueller Größe von 700 Quadratmetern. Und leider, wie viele es bestimmt schon mitbekommen haben, soll das Haus aufgrund von fehlenden Kirchensteuergeldern Ende des Jahres, Anfang 2024, abgerissen werden. Leider gibt es im Moment noch gar keine Alternative für die Räumlichkeiten des Jugendzentrums für die Jahre, in denen das Haus abgerissen und auch neu gebaut werden soll. Vor ein paar Jahren ist die Franziskus-Stiftung auf die Erlöserkirchengemeinde, den Träger des Jugendzentrums, zugekommen und hat sich mit der Kirchengemeinde darauf geeinigt, hier einen Neubau zu errichten. Die Bauzeit für den Neubau beträgt mindestens 3 Jahre ab 2024 und im Neubau selbst soll das Jugendzentrum zwar Platz finden, aber bisher sind nur 130 Quadratmeter zugesprochen worden. Die Erlöserkirchengemeinde und die Franziskus-Stiftung sind in Verhandlungen über die Räumlichkeiten, weil die Stadt einen Großteil dieser Räumlichkeiten finanzieren wird mit Miete. Allerdings ist der Mietpreis aktuell so hoch, beziehungsweise kann die Stadt nicht so viel aufwenden, dass eben sich diese 130 Quadratmeter ergeben. Wie man sich vorstellen kann, ist das eine deutliche Verkleinerung von dem, was jetzt auf 700 Quadratmetern an wertvoller Jugendarbeit stattfindet. Das Jugendzentrum hat erstmal ein großes Café unten mit 2 Billardtischen, einem Kicker, einer PlayStation 5 und weiteren tollen Spiel- und Bastelmöglichkeiten. Außerdem auch eine Theke und eine Küche, in der gekocht werden kann und in der auch im Rahmen von Projekten wöchentlich mit den Jugendlichen aus geretteten Lebensmitteln gekocht wird. Außerdem einen großen Musikbereich. Der Musikbereich findet vor allem in der Disco statt, auch Musikraum, und an den ein Aufnahmestudio grenzt. Das Aufnahmestudio wurde in den letzten Jahren aufgebaut und dort können Jugendliche ihre ersten eigenen Songs aufnehmen oder auch Unterstützung beim Texteschreiben bekommen. Außerdem verfügt das Jugendzentrum über 2 Bandprobenräume im Keller, wo die Jugendlichen wirklich laut sein können, wie sie möchten. Instrumente hat das Jugendzentrum auch. Und diese werden auch zur Verfügung gestellt. Dann gibt es noch den Tanzbereich. Der Tanzbereich bietet 2-mal die Woche Tanztraining ganz offen für alle zwischen 8 und 12 und dann nochmal über 12 Jahren an. Das findet einmal wöchentlich statt, alles kostenlos. Außerdem einmal im Monat eine Open Vibes. Das ist eine Veranstaltung, bei der professionelle TänzerInnen ins PG kommen und kostenlose Tanzworkshops geben. Danach wird noch frei miteinander getanzt. Und das ist immer ein toller Ort, wo Jugendliche sich ausprobieren können, neue Bewegungen lernen können, neue Tänze, Tanzmoves lernen können, was total bereichernd ist. Es gibt auch noch den Theaterbereich im PG. Der verfügt über 2 Theaterräume und einen Theaterfundus, der auch offen zugänglich für alle Jugendlichen ist, falls sie mal ein Kostüm brauchen. Und Olaf Herzog, ein Theaterpädagoge aus Münster, leitet den seit vielen Jahren mit der sogenannten Theatermafia. So konnten in den letzten Jahren, vor allem vor Corona, große Theaterfestivals, die bundesweite Aufmerksamkeit erlangt haben, stattfinden, wofür das Jugendzentrum immer einen Ort geboten hat. Auch für den Theaterbereich gibt es einmal die Woche offenes Impro-Theater und auch eine geschlossene Gruppe, die sich schon seit vielen Jahren trifft und gemeinsam an Aufführungen arbeitet. Wie ihr schon merkt, es gibt ganz viele Bereiche im Jugendzentrum, die erhalten werden müssen. Die Liste lässt sich endlos weiterführen und diese Räume sind super wichtig. Jugendliche brauchen Raum, um sich entfalten zu können, um auch eine Zuflucht zu finden. Das PG ist Schutzraum. Das PG ist zweites Zuhause, Wohnzimmer. Jugendliche, die bei ihren Eltern oder zu Hause vielleicht nicht den Raum haben, um sich mit Freunden zu treffen, können das hier tun. Jugendliche, die vielleicht auch Schutz benötigen, können diesen hier finden. Im PG ist jede und jeder willkommen. Ganz unabhängig von Nationalität, Sprache, Herkunft, Religion oder auch Sexualität. Es wird hier immer ein offenes Ohr geboten. Es gibt immer die Möglichkeit, einen Gesprächspartner zu finden. Es wird bei Hausaufgaben oder Bewerbungen unterstützt. Das PG ist essentieller Raum
für Jugendliche in Münster und dieser darf nicht verloren gehen. Deshalb bitte unterstützt die Petition, die den Rat der Stadt Münster auffordert, Räume und Lösungen für das PG zu bieten. Denn die Zeit rennt. Es sind nur noch knappe 5 Monate bis Ende des Jahres. Bis dahin muss eine Lösung gefunden werden, denn sonst stehen Jugendliche auf der Straße. Im PG wurden Steckbriefe ausgefüllt von Jugendlichen, was das PG ihnen bedeutet. Es gibt Jugendliche, die haben zwar mit einem Schmunzeln, aber dennoch geschrieben, ohne das PG werde ich kriminell, ohne das PG stehe ich auf der Straße. Dieser Raum muss erhalten bleiben, das PG muss erhalten bleiben, egal ob zusammenhängend, das wäre natürlich am wünschenswertesten, oder auch aufgeteilt mit einer Zentrale und weiteren Räumlichkeiten außerhalb. Also bitte unterstützt und helft uns, Räume für das PG zu finden.